Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, da hinten steht mein Camper. Heute geht es mal auf eine etwas größere Tour. Wie ihr seht, stehe ich hier mitten im Lavendelfeld. Ja, ich bin nicht in der Provence, auch wenn man das hier meinen könnte, gell? Ja, ich bin jetzt noch ganz in meiner Nähe. Ich fahre jetzt hier von Asselheim aus nach Pirmasens. Und zwar, weil meine Schwester Hochzeit hat. Ja, mal sehen, was ich so Schönes auf der Strecke zu sehen bekomme. Eins kann ich euch vorweg auf jeden Fall schon mal sagen. Es gibt 3 Seen auf der Strecke. Mal gucken, ob ich die alle drauf kriege. Das sind alles recht schöne Seen. Der eine, nee, ich glaube sogar 2. 2 davon sind mitten im Wald. Gut, ich schau mal, dass ich loskomme. Denn morgen muss ich schon da sein und ich habe 85 Kilometer vor mir. In Eisenberg angekommen. Von hier an geht es jetzt langsam in den Wald. Hier vorne dran ging es eigentlich hauptsächlich an einer stark befahrenen Landstraße entlang. Aber nebendran trotzdem immer ein Bächlein, wenigstens etwas. Ja, der Bach, der startet hier in der Nähe und zwar an der Eisburg. Da fahre ich nachher auch noch dran vorbei. Das ist quasi der erste Badesee, an dem ich vorbeikomme. Ich bin jetzt hier in Ramsen. Hier gibt es die Schmalspurbahn. Die führt bis an den See, den ich vorhin gesagt habe. Ja, ich würde heute normalerweise auch gerne noch in den See reinspringen, aber es ist leider total bewölkt. Wäre es jetzt nicht bewölkt, hätte ich das direkt gemacht. Aber bei dem Wetter werde ich leider nicht mehr trocken. Schade eigentlich.
Freunde. Ja, ich war gerade einkaufen. Hab mir mal ein Fleischkäsebrötchen gegönnt. Naja, dort bei Baskau kann man echt super Sachen bekommen. Wir haben nämlich eine richtig, richtig gute Bäckerei. Aber nicht nur Bäckerei, der Laden an sich ist super. Also unbezahlte Werbung, wenn ihr mal Richtung Kaiserslautern unterwegs seid. Fahrt mal bei Baskau vorbei. Ja, ich bin jetzt in Enkenbach quasi und fahre jetzt in Richtung Kaiserslautern. Ja, jetzt ist hier in Enkenbach alles gesperrt. Eine Baustelle nach der anderen. Mal schauen, wie ich jetzt hier rauskomme in Richtung Kaiserslautern. Ärgerlich. Oh, ich hab's endlich geschafft rauszukommen. Yeah! Geil. Und direkt wieder in den Wald rein hier. Und was auch super ist, die Sonne ist wieder draußen. Das heißt, mein Akku wird nicht mehr leer. Ich bin jetzt schon gefahren. Ja. 28 Kilometer und habe verbraucht 16% Akku. Also das Solar da oben hat sich jedenfalls schon gerechnet. Über das Solar auf dem Dach werde ich übrigens nochmal ein gesondertes Video machen. Wie schwer das Ganze ist, weil leicht ist das Modul tatsächlich nicht. Aber ob ich auf jeden Fall mehr Strom reinkriege, wie das, was ich durchs Gewicht mehr ziehen muss und wieder Strom braucht. Ne? Also da werde ich, wie gesagt, nochmal gesondert drauf eingehen, weil das, denke ich mal, auch nochmal ganz interessant ist. Vor allem, wie ich das jetzt verkabelt habe und wie ich im Akku das Ganze sehen kann, ob es geladen wird und. Ich habe mir nämlich jetzt hier hinten noch ein Kabel aus dem Camper rausgelegt, sodass quasi der Akku auch während der Fahrt geladen wird. Was ja eigentlich auch so ganz praktisch ist. Ich hatte das vorher immer so, dass der Akku quasi im Camper geladen wurde, wenn der eine Akku leer ist, so im Wechsel. Ja, und jetzt will ich mal gucken, ob das auch so geht. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier insgesamt ein bisschen mehr als 80 Kilometer insgesamt vor mir. Und so wie es aussieht, brauche ich sogar nur einen Akku, habe aber zwei dabei. Also richtig genial. Brauche also keine Ladestation für die Strecke. Ja, hier geht es jetzt genauso weiter mit Baustellen. Habe jetzt aber herausgefunden, weshalb die Baustellen sind. Ja, die sind hier überall im Glasfaser ausbauen. Also kann man nichts machen. Aber das Gute ist, danach haben die Leute wenigstens hier mal gescheites Internet. Ne? Das war ja vorher immer ein Graus. Wunder, dass sie jetzt überhaupt mal anfangen, was zu bauen. Ja, jetzt muss ich mich hier quasi nur so kleine Gässchen schlängeln, um hier irgendwie an mein Ziel zu kommen. Aber wie man da vorne sieht, kommt schon das nächste Problem. Ja, wieder eine Baustelle mit Sackgasse. Das heißt, ich guck mal, ob ich da vorne wieder auf die Hauptstraße komme. Naja, ärgerlich. Aber gut. Gut, ich melde mich, sobald ich aus Laudern raus bin. Jodele, endlich aus Laudern raus. Also was ich jetzt auf jeden Fall sagen muss, was in Kaiserslautern dringend gemacht werden muss, es müssen dringend Radwege gebaut werden oder irgendwas. Gefühlt waren das alles nur Fußgängerwege. Das heißt, wenn du da drauf fährst, ja, dann ist die Chance 50-50, dass du hier ein großes Fußgeld zahlen darfst. Aber wenn du nicht
auf dem Fußgängerweg fährst, fährst du auf der Hauptdurchgangsstraße durch die Stadt, also quasi Stadtautobahn sozusagen. Das geht also auch nicht. Naja, schwierig. Das Gute ist, dass ich jetzt wenigstens wieder im Wald bin. Das heißt, wie ihr seht, viel Natur auf dem Weg nach Pirmasens. Ne? Sehr viel Natur. Nachteil, bis jetzt fast nur Schotterwege. Allerdings, ich schau mal, ob ich auf dem Rückweg dann irgendwie Kaiserslautern sozusagen außenrum umfahren kann, sodass ich nur ein kleines Stück durch Kaiserslautern fahren muss. Und dann quasi auf einem Radweg, der außenrum führen würde, lande. Genau. Naja, fahren wir weiter. Also, was sagen wir dazu? Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und auf geht's! Ja, das war der zweite See gewesen eben. Naja, wäre jetzt nicht schon 18:30, wäre ich schon noch eine Runde schwimmen gegangen. Ja, ich habe jetzt noch 30 Kilometer in etwa bis an mein Ziel. Aber die steilsten Stellen kommen jetzt erst noch. Ja, ich möchte jetzt mal einen Gruß an alle Autofahrer rausgeben, die mich unterwegs gegrüßt haben. Das war nämlich ein ganzer Berg. Nicht wundern, dass ich gerade so am Schnaufen bin. Ich bin gerade an einem steilen Berg. Schaut mal, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist echt krass. Na gut, fahren wir mal weiter. Gott sei Dank muss ich nicht hier den steilen Hügel hoch, sondern nebendran vorbei. Da geht's steil hoch und hier unten lang muss ich. Ja, ich habe eigentlich nur noch einen einzigen steilen Berg und das ist quasi ja, die letzte Steigung vor Pirmasens. Pirmasens selber liegt nämlich leider mitten auf einem Berg. Ja. Und das ist natürlich schon immer ein bisschen anstrengend. Aber Akku habe ich auf jeden Fall noch genug. Ich habe jetzt um die 60% habe ich noch. Ja, ich habe gerade mal 40% verbraucht bis hierhin und ich bin schon über 50 Kilometer gefahren und knapp über 500 Höhenmeter. Das heißt, Höhenmeter habe ich auch schon gut runter.
Leute, was soll ich euch sagen? Die Natur ist hier so genial. Deswegen habe ich jetzt auch mal eine Zeit lang einfach gar nichts gesagt. Einfach so mega. Es wird hier richtig hügelig und so Täler mit Bächen zwischendrin, so wie hier. Da ist ein kleiner Bach. Richtig super. Ja, und vor mir sind ein paar Leute, die bremsen mich ein bisschen aus, aber es ist ja eigentlich ganz cool, dann sehe ich auch mehr. Baustelle gerade, die hat es in sich gehabt, ja. Der Schotter da, der hat mir voll die Reifen durchdrehen lassen. Ja, Gott sei Dank habe ich hier das Liegerad, da konnte ich mich vorwühlen. Das ging dann halbwegs. Aber grenzwertig war es allemal. Naja gut, jetzt kommt noch ein Stück, wo ich hoch muss, ein extremes. Mit 400 Höhenmeter habe ich mir sagen lassen. Also gut. Allerdings auf 5 Kilometer gestreckt. Das heißt, müsste eigentlich gehen, aber es ist schon grenzwertig. Ja. Den Hang, den ich euch gerade eben gezeigt habe, ja, der hat es im letzten ordentlich gebrannt, Waldbrand. Ja, da hat irgendjemand ein Streichholz oder Zigarette in den Wald geschmissen. Eine Dame, die ich vorhin getroffen habe, hat gemeint, eine Bekannte von ihr hätte gesehen, dass da Kinder gezündelt haben. Aber man weiß ja, wie es ist. Das sind immer nur Vermutungen. Es ist auf jeden Fall hier direkt an der Hauptstraße. Beziehungsweise sogar Landstraße hier. Also ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es Zigaretten oder so waren. Also passt vor allem jetzt im Sommer auf, was ihr aus dem Fenster werft oder so, ne? Das kann schnell in die Hose gehen. Gut, ich habe jetzt noch einen heftigen Berg hier direkt vor mir. Da kämpfe ich mich jetzt gerade schon ordentlich hoch, aber immer an dieser Landstraße, ne? Nicht ganz ungefährlich. So, Freunde. Ja, jetzt hat sich hier ein bisschen zugezogen. Bin jetzt hier angekommen. Kinder, wir laufen Vorbereitungen für die Hochzeit, die hier stattfindet. Ich bin jetzt tatsächlich schon einen Tag lang hier. Gestern war es nämlich schon dunkel, als ich fertig aufgebaut hatte und so. Ja. Hatte gestern allerdings noch ein paar Bilder mit der Drohne gemacht vom Sonnenuntergang. Die kann ich euch auch noch einblenden. Ja, ich melde mich, sobald die Hochzeit rum ist. Denn das kann ich natürlich jetzt nicht filmen. Also. So, Freunde. Ja, heute ist es ein bisschen bewölkt, aber kein Problem. Ja, es geht wieder zurück.
Ich fahre jetzt wahrscheinlich dieselbe Strecke, aber mal schauen, vielleicht sehe ich ja jetzt noch Dinge, die ich so bei der Herfahrt gar nicht wahrgenommen habe. Wenn ja, filme ich die noch. Genau, also wir sehen uns auf der Strecke. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich hier aus der Stadt rauskomme. Gut, bis gleich. Servus zurück, Freunde. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja, es gab tatsächlich nicht mehr so arg viel zu sehen. Aber was ich euch noch zeigen möchte, ist mein Akkustand, als ich zu Hause angekommen bin. Denn der war überraschend gut. Ich hatte noch 45% und habe nicht einmal an der Ladestation geladen. Was ich euch auch noch hinpacke, ist meine Streckenaufzeichnung. Ich habe nämlich das Ganze mal wieder aufgezeichnet, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie mein Höhenprofil und so weiter war. Das war nämlich eigentlich auch echt spannend. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, denn ein Abo ist kostenlos, aber nicht umsonst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Pfälzer.